Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian. Servus aus dem Maximilianeum zu einer neuen Folge von Frag Fabian, dem Social Media Magazin zur Arbeit von uns Freien Wählern hier im Bayerischen Landtag. Die Frage kommt in dieser Woche aus Würzburg. Jörg hat uns geschrieben, was meint ihr eigentlich mit diesem Bayerischen Aktionsbündnis? Jörg, du meinst damit sicher unser Aktionsbündnis für den ländlichen Raum, das wir Freie Wähler auf unserer Klausurtagung in Garmisch-Partenkirchen gegründet haben und erst am letzten Freitag ausgerollt haben beim großen Kommunalkongress hier im Bayerischen Landtag. Worum geht's uns dabei? Uns geht's darum, dass wir festgestellt haben, dass die politische Debatte der letzten Wochen und Monate dazu geführt hat, dass es so große Gräben als nie zuvor gibt zwischen der ländlichen Bevölkerung in unserem Freistaat und den Menschen, die in den urbanen Regionen, in den Metropolen, in den Städten leben. Die große Menge an grünem Bauernbashing, all die Diskussionen um das Volksbegehren hat dazu geführt, dass wieder droht zu gelten, was in früheren Zeiten unter Edmund Stoiber schon einmal gegolten hat, nämlich dass München Champions League ist, der Münchner Speckgürtel möglicherweise noch Bundesliga und die anderen Regionen in Bayern ein Stück weit abgehängt zu werden drohen. Wir Freie Wähler als die Gruppierung des ländlichen Raums und der bayerischen Kommunen sind fest davon überzeugt, dass das der falsche Weg ist, denn niemand hat etwas davon. Wenn in Bayern, in den Metropolen, jeden Morgen, jeden Abend der Verkehr zusammenbricht, wie hier in München, wenn nur noch ein DAX-Vorstand sich eine Wohnung leisten kann, während andernorts im Bayerischen Wald, in der Peripherie, die Dörfer leer fallen, die Grundstücke übrig bleiben, die Geschäfte zumachen, die Metzger, die Bäcker schließen. Deshalb glauben wir, Bayern kann nur stark und erfolgreich sein, wenn es uns gelingt, Stadt und Land zusammenzubringen, die Interessen sowohl der urbanen Regionen als auch die Interessen des ländlichen Raumes zu wahren. Und deshalb wollen wir Freien Wähler es schaffen, die von den Grünen kreierten Gräben wieder zuzuschütten, wieder zusammenzubringen, was zusammengehört. Und dazu wollen wir alle gesellschaftlichen Gruppen an einen Tisch bringen. Wir wollen Stadt und Land miteinander in den Dialog bringen. Wir wollen dafür sorgen, dass wieder erkannt wird, dass es nur gemeinsam geht, mit einer gemeinsamen Kraftanstrengung der städtischen und der ländlichen Regionen, mit gleichwertigen Lebensverhältnissen in ganz Bayern, die wir Freie Wähler ja auch in die bayerische Verfassung gebracht haben. Darum geht es uns mit unserem Aktionsbündnis Ländlicher Raum. Wir werden es zu Beginn des nächsten Jahres noch ganz offiziell mit einer Gründungsversammlung mit ganz, ganz vielen Interessenträgern aus der Taufe heben und wir hoffen sehr, dass es uns dann gelingt, über dieses Instrument die Gräben wieder zuzuschütten, Bayern wieder als Ganzes politisch zu bedenken. Das ist unsere Idee. Für diese Idee werben wir um eure Unterstützung sowohl in der Politik als auch in der Wirtschaft, bei den Landwirten, ja bei allen Menschen in Bayern und wir glauben, dass wir damit auf dem richtigen Weg sind. Wenn auch ihr eine Frage zu unserer Arbeit hier im Maximilianeum habt, dann postet unten in den Kommentaren, sodass ich vielleicht schon nächste Woche eure Frage beantworten kann, wenn es wieder heißt, Frag Fabian. Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian.